Hallo alle Freunde, ein weiteres Tutorial-Video. Und zwar geht es um Mausrad. Kennt ihr ja bestimmt, ihr könnt runter oder hoch scrollen. Aber es gibt noch einen anderen Trick. Zum Beispiel, wenn ihr einen neuen Tab öffnet, drückt ihr die rechte Maustaste und Link im neuen Fenster öffnen. Ach, Quatsch. Also nochmal. Rechte Maustaste, neuen Tab öffnen, genau so richtig. Okay. Aber bei Mausrads, guck mal, die Tab werden einfach so geöffnet, ohne dass ihr mit der rechten Maustaste was drückt. Da gibt's, ja, das habt ihr auch gerade gesehen, man kann auch von Tab zum Beispiel, ja, das Video. Nein, Moment, Freunde. Ja. Also ihr könnt mit dem Mausrad Tabs öffnen. Ohne wenn zum Beispiel ohne mit der rechten Maustaste. Und ihr könnt auch mit dem Mausrad einen Tab schließen. Einfach so. Wartet. Okay. Ja, Freunde, das war's auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.